So, wir machen heute ein lustiges Katzenvideo, ein Katzen-Unboxing mit der Mutter des Teufels. Okay, naja, scheißegal. Schön Nikolaus, liebe Reiterfreunde, es ist endlich da, die Mutter des Teufels als CD und LP. Ne, Quatsch, ist gar keine LP, ist eine EP, aber sieht so aus wie eine LP. Ne? Wir gucken mal rein. Also, das Booklet. Viele Fotos von Fuchs. In bunt. Diese CD kostet nicht 15, nicht 10, sondern 5 Euro. Genau, am Merchstand. 5 Euro. Einfach abholen und Spaß haben. Auf den Schreinarten-Dates in München, Prateln, Köln, Hamburg oder in Jena. Diese physische Edition ist die erste Chance, diese Songs zu hören, denn die Digitalversion, die Streaming-Portale, werden davon erst nächstes Jahr, ich glaube am 19. Januar, die verfügbar haben. Ne? Die Vinyl-Edition ist noch ein bisschen seltener, limitiert auf 333 Stück. Ein Gatefold. Was wollen die Vinyl-Fans noch wissen? Ja. Kein fancy bunt, sondern in schwarz, klingt eh besser. Ne? Ja, wir hätten auch eine kleine EP machen können, aber es wollte irgendwie groß sein, weil das Artwork ist auch wirklich echt, wirklich richtig, richtig, richtig schick geworden. Und ja, ob man da jetzt einen Song oder eine ganze CD oder Platte drauf macht, spielt eigentlich von den Rohstoffpreisen keine Rolle. Kostet 20 Euro. Ein kleines Goodie haben wir aber drin noch versteckt. Einen schönen Reiterheckscheibenaufkleber. Invertiert, transparent, von innen an die Scheibe. Das funktioniert wirklich, könnt ihr mir glauben. Es sieht dann so aus. Check it out. Bis bald.